Willkommen, liebe Clasher, heute ein versprochenes Farm-Video mit zwei Community-Fights am Ende mit Rathaus 8 und 9. Viele kennen mich ja gar nicht als Farmer, da ich ja schon etwas länger maxed out war. Jetzt geht's aber wieder zur Sache. Queen und King sowie die Truppenlager brauchen noch einiges an Ressourcen und die Mauern natürlich auch noch. Damit habe ich schon begonnen. Und mit solchen fetten Gegnern wie diesen hier macht das natürlich richtig, richtig Spaß. Zudem wollte ich mit dem Pokal nicht einfach so runtergehen, sondern nicht einfach nur droppen und immer nur irgendwie die Queen setzen und dann sofort wieder abbrechen, sondern ich wollte bei dem Runtergehen daraus Ressourcen machen und ich glaube, das war hier ganz gut gelungen bei solchen fetten Gegnern. Denn viele würden dann sagen, naja, könnte ich ja auch vielleicht in der Legende erfarmen. Ja, das könnte ich versuchen, allerdings ohne Helden, wenn die beide im Upgrade sind. Und das habe ich das letzte Mal instant durchgezogen, die letzten 5 Level von 40 auf 45. Ohne Helden dort oben zu bestehen, ist nicht so einfach und ich will ja an die Ressourcen drankommen. Zudem dauert die Suche nach Dörfern wirklich lange und das ist dann nicht so effektiv. Hier unten kriege ich das viel, viel schneller hin. Jetzt bin ich in Titan 2 hier und da gehen wir noch einiges weiter runter in diesem Video. Ich habe hier die schönsten Sachen euch zusammengesucht und sogar einen Fight sogar aus dem neuen Dorf noch dazwischen geschnitten. Der war mal ganz schick, vor allen Dingen, weil es auch ein starker Gegner war. So, und jetzt habe ich hier noch überlegt, welche Seite wollte ich noch ein bisschen tiefer rein. Und das waren hier diese beiden vollen Elixiersammler. Die wollte ich unbedingt noch haben. Ja, Mauerbrecher habe ich, glaube ich, ein bisschen viele gesetzt. Da hätten es auch ein paar weniger getan. Okay, na gut, das war's dann. Auf jeden Fall habe ich die gepackt. Die andere Seite hätte ich vielleicht auch noch schaffen können, wie ich sehe. Da gibt es immer noch was zu verbessern. Aber 3000 Dunkles ist doch auch schick. So, und der hier hat fette 7000 Dunkles. Dunkles brauche ich unbedingt für die Queen. Die will ich unbedingt noch schlafen legen. Das muss sein, der King pennt ja schon. Und zwei Truppenlager habe ich auch schon im Upgrade gleichzeitig. Ich glaube, das dritte kann ich dann auch noch ansetzen. Dann habe ich aber keinen Bauarbeiter mehr frei. Da kann ich euch den Tipp geben, wenn ihr da Fragen habt. Macht das so, dass ungefähr alle 2 Tage spätestens einer der Bauarbeiter frei wird. Das kann man ja so timen, wenn man noch ein bisschen mehr zur Auswahl hat im Upgrade. Bei mir ist das nicht ganz so leicht, aber alle 2 Tage, wenn man doch ein bisschen mehr farmt, dass einem dann die Lager nicht überlaufen. Das habe ich schon so oft gehört, dass die Leute sagen, boah, so viele gute Gegner, aber ich kann es nicht mehr speichern, die Ressourcen, und ich habe keinen Bauarbeiter mehr frei. Das wollen wir natürlich versuchen zu umgehen. Und hier bin ich von dieser Seite aus rein. Ich wollte unbedingt hier an diesen Bohrer noch dran. Dann habe ich da erstmal noch die ganzen Kobolde gesetzt und die Magier helfen nur bedingt. Und die Queen hoffe ich mal auch. Habe ich den Warden noch gezündet. Ich habe den immer vergessen auf Boden zu stellen. Das habe ich dann in meinen späteren Fights endlich gemacht. Weil wenn der kaputt ist, also wenn der in Regeneration ist, kann man den nicht auf Boden stellen. Sowas Lästiges. Aber wie ihr seht, ich bin auch nur ein Mensch und da passieren auch Fehler. Allerdings bei solchen schönen Gegnern sollte man sich nicht unbedingt hier Fehler erlauben. Das ist hier schon die erweiterte Variante. Erstmal außen alles wegfarmen. Und da bin ich beim späteren Fight in diesem Video, bin ich gleich reingegangen. Der da unten hätte ich gleich aufsprengen können. Diese Mine da unten zu sehen, die hätte ich gleich mitnehmen können. Das kann man effektiver machen, aber ich musste erstmal warm werden überhaupt bei dem Farmen. Ich habe so lange nicht gefarmt. Das dauert dann so seine Zeit, bis man da wirklich drin ist. So, von dieser Seite aus auch noch. Riesen vorgesetzt. Die kann man natürlich auch wegbatschen, aber man weiß ja immer nicht, was für ein Gegner kommt. Und ja, ich bin mit diesen Truppen am besten, am effektivsten. Sie sind relativ flott fertig. Sicherlich Barch ist wahrscheinlich noch ein bisschen schneller fertig, aber mit diesen Truppen komme ich auch tiefer rein. Das auch in der zweiten und dritten Reihe eventuell dann dort noch Sachen rauszupicken, soweit es erforderlich ist. Aber hier habe ich ja schon 750.000 rausgepickt. Da nehme ich mir jetzt nur noch hier diese eine Goldmine und ich glaube, das war es dann auch. Die habe ich jetzt noch mitgenommen, genau. Da muss ich immer aufpassen, so ein Mörser, so ein Maximum-Mörser oder auch so ein Magierturm macht 1, 2 Schüsse, dann war es das. Da sind alle meine Kobolde platt. Tja, das hat nicht geklappt, wie man sieht. Das kann man effektiver machen und das kommt in den späteren Fights, zeige ich euch das noch, wie das besser geht. Vor allen Dingen auch, na gut, habe ich es dann gelassen. Ich hätte vielleicht die Queen noch setzen können, aber die hätte dort mordsmäßig viel abbekommen. So, ein Fight aus dem neuen Dorf, aber auch nur, weil er relativ stark war. Der ist auf jeden Fall stärker als ich. Der hat schon einiges mehr im Upgrade. Und da bin ich von dieser Seite aus rein, weil ich die Verteidigungsanlagen so früh wie möglich erwischen wollte.
wie auch den Multimörser und diese Doppelkanonen, die sind Gift für meine Kampfmaschine. Das ist ganz ungünstig, wenn die noch da in die Gegend kommt. Und so habe ich die, denke ich mal, ganz gut erwischt. Multimörser dürfte als nächstes kommen. Und ich komme vor allen Dingen mit der Kampfmaschine, beziehungsweise auch mit den meisten Barbaren, nicht den Zerschmetterern in die Gegend. Zumindest nicht erstmal. Ja, ich hoffe, dass dann hier... Oh, schaffen die das noch? Jawohl. Die Riesenkanone ist nämlich auch echt gefährlich. Die muss ich bei mir auch unbedingt mehr schneller upgraden. Die habe ich viel zu sehr vernachlässigt. Und schafft die Kampfmaschine das? Ich konnte sie noch mal zünden, günstig. Aber ein Bogiturm ballert da noch drauf. Und wie man sieht, ja, da bekommt auch die Kampfmaschine mit der Zeit was ab. Aber ich konnte sie noch mal zünden. Und so klappt das hier. Und ihr seht, ich habe alle vier Bomber, die ich habe, gut gepflegt. Sie sind alle am Leben. Und wenn die überleben, ist Meister der Garant für 3 Sterne. Jawohl, den haben wir mal erwischt. So, weiter geht's. Und das ist hier auch wieder ein 1,2 Millionen Gegner. Hier habe ich sogar Sound für euch mit am Start. Den habe ich mal mit drin gelassen. Manche mögen das ja, soweit er verfügbar ist. Ich habe den hier gerade vom Pad aus aufgenommen. Da war jetzt aber eine Wartungspause. Da habe ich mal ganz schnell Gas gegeben und diese Fights noch rausgepflückt, bevor die in der Wartungspause nachher futsch sind. Das wäre sehr ärgerlich. Und dieser Gegner ist ein absolutes Geschenk. Also wenn ich den jetzt verloren hätte wegen der Wartungspause, da hätte ich mich echt richtig geärgert. Ich konnte erst gar nicht fassen, was da ist und habe dann erstmal eine Menge Riesen gesetzt. Im Nachhinein doch gar nicht so schlecht, weil in der Mitte doch einiges an Tesla steht. Und so konnte ich hier wunderbar in der Mitte durchmarschieren. Ich habe sogar mal 2 Zauber benutzt, damit das hier definitiv auch durch die Mitte geht. Den Warden habe ich da nur noch aus Spaß gezündet, weil es war echt nicht mehr notwendig. Ja gut, hätten noch Riesenbomben irgendwo sein können, aber außen wollen die eh nicht lang, die Truppen. Und in diesen letzten beiden Kästelchen, da ist sowieso nichts mehr drin, was den Kobolden oder den Truppen irgendwie böse werden kann. Und so habe ich leider etwas zu viele Truppen gesetzt. Aber das passiert mal. Aber der war richtig fett mit 4000 Dunklen und 30 Pokalen. Obwohl ich mit den Pokalen, glaube ich, dann keine Probleme habe. Ich habe nämlich jetzt zum Ende des Videos, zeige ich euch noch den Stand. Hoffe ich mal, dass die Wartungspause zu Ende ist. Ich habe alle Ressourcen ausgegeben und jetzt droppen ganz viele an mir runter. Weil es greift mich ja kaum jemand an. Und hier seht ihr erst die Riesen, dann schon mal ein paar Kobolde außen und Mauerbrecher in der Mitte. Hier muss ich nochmal nachsetzen, das war noch nicht genug für diesen Bohrer rechts. Und jetzt aber, jetzt knallt's. Ja, und es droppen sehr viele an mir runter. Ich habe jetzt keine Ressourcen da, also muss ich damit rechnen, dass an mir sehr, sehr viele runterdroppen und bei mir ihre Pokale loswerden wollen. Damit sie es leichter haben beim Farmen, denn nicht nur ich gehe runter, sondern auch andere gehen natürlich in den Pokalen runter, logischerweise. Denn es ist doch viel, viel leichter weiter unten zu farmen. Oben in der Legende ist das kaum machbar. Und hier, ich bin fertig mit diesem Gegner, habe alles abgeräumt. Das war's dann. Da seht ihr, kommen immer weiter Pokale runter und ihr seht, ich komme auch selber mit den Pokalen immer weiter unten an. Und hier war es, gestern hatte ich sogar bis in Champ 3 sogar noch eine kurze Wolkenszenario, dass es noch so gedauert hat. Also da war gestern so richtig viel los hier in dem Farm. Also es hat so viele Leute anscheinend wieder aktiviert. Mit diesem neuen Update, das ist so cool. Diese Clan-Spiele sind wirklich cool. Da muss ich auch noch das Video drüber machen. Denn wir haben da locker alles gepackt. Das war nicht so schwer, diese ganzen 10.000 Punkte zu erreichen. Im Clan ging da so die Post ab. Mal sehen, in dem Video von Supercell geht es ja noch viel höher. Da sollte man nicht nur 500 Punkte jeder sammeln, sondern 1000. Also ist da noch viel mehr möglich. Mal sehen, wie sich das so zukünftig auswirkt. Und hier links hat leider dieser X-Bogen mir meinen Mauerbrecher einen weggeballert. Der zweite hat es noch geschafft, aber jetzt ist dann endlich offen. Wichtig war hier erstmal unbedingt erstmal das Dunkle zu bekommen. Natürlich, wenn man jetzt hier eine Top-Armee gehabt hätte, den komplett abzuräumen, wäre natürlich echt geil gewesen mit den knapp 2 Millionen Loot hier am Start. Richtig, richtig stark hier dieser Gegner. Also schon cool. Ja, ich sehe gerade, die Wartungspause läuft noch, aber die letzten Minuten, glaube ich, und dann gucken wir mal, ob wir noch was schön erfarmen können. So, weil dieses hatte ich schon längst aufgenommen. Ich nehme mal gute Fights ziemlich früh auf, wenn es denn irgendwie möglich ist, und schneide die dann nachher zusammen. Denn es ist so schade, wenn so Top-Fights weg sind. Deswegen auch ihr, wenn ihr coole Fights habt, nehmt sie so schnell wie möglich auf und schickt sie mir rüber wie im Video 238. Ich muss das Video, glaube ich, auch mal noch erneuern, weil es gibt schon so viele neue tolle Sachen. Mit iOS ist ja auch nur überhaupt kein Problem mehr aufzunehmen. Das ist cool. Auch wenn zum Beispiel das Format im Hochkantformat und schräg ist, das ist überhaupt kein Problem, könnt ihr mir trotzdem schicken.
das Video und macht überhaupt nichts. So, und jetzt ein Fight hier vom Esistop-Stimmhaus. Sehr schwieriger Name von den Dark Warriors. Er ist hier im Rathaus 8 Fight mit Loons rein in diesen Gegner und er hat auch richtig schön viel Loot. Richtig, richtig cool. Oh, sorry, ich habe mir den Namen nicht dazu aufgeschrieben, wer mir diesen eingeschickt hat. Ihr schickt mir meist noch euren Namen darunter. Den hatte ich in der Eile leider nicht mit aufgeschrieben hier bei dem Video. Aber auf jeden Fall ein richtig guter Fight. Kannst dich ja mal melden, wenn du deinen Fight hier wiedererkennst und schreib einfach drunter, jawohl, das war mein Fight und ich freue mich, dass es da ist. Ich freue mich sowieso, wenn ihr coole Fights hier einsendet, denn die sind doch wirklich sehenswert. Und vor allen Dingen im Rathaus 8 Bereich, das kann ich vielleicht noch mit meinem zweiten Account hinbekommen, aber den benutze ich natürlich nicht so oft. Da mache ich bestimmt auch nochmal ein Farmvideo, aber jetzt kann ich erstmal mit dem Großen richtig Gas geben und abräumen. Und dann kommt gleich noch ein Rathaus 9 Farmfight von euch eingesendet. Vom Little, das habe ich mir noch merken können, der ist auch ein ziemlich aktiver Zuschauer in der Community und ich freue mich immer über euch viele Zuschauer. Es ist wirklich cool, wie ihr mir die Treue haltet. Ich freue mich wirklich darüber. Sehr, sehr, sehr schön und auch eure Kommentare unterhalb der Videos sehr, sehr geil. So, und jetzt als nächstes der Little und das ist damit hier auch bei diesem Video der letzte Fight. Gucken wir gleich mal, ob wir dann endlich wieder ins Game reinkommen können. Ja, das sieht so aus. Das geht dann wieder weiter. Einen richtig schönen Gegner, den er hier mir geschickt hat. Die sind jetzt nicht so ganz so groß wie sonst eigentlich, ab 2 Millionen, aber sie passten gerade mal hier rein, weil Rathaus 8 und Rathaus 9 eben am Start. Und ja, die gehen hier auf jeden Fall ziemlich stark rein mit 5000, knapp 200 Dunklem. Richtig fett. Und ich denke mal, auch er braucht viel Dunkles, denn ich sehe, seine Truppen können auch noch ein bisschen was ab für diesen Account, um die Helden noch zu uppen. Die sind ja schon ganz schön teuer, aber sie sind jetzt etwas günstiger geworden. Wer sie also noch nicht Maximum hat, nicht traurig sein, sondern ganz im Gegenteil. Sie sind jetzt günstiger. Ich bin jetzt eigentlich wieder dabei und mache eigentlich dieselben. Genau das gleiche eigentlich wieder, wie ich es von 40 auf Level 45 gemacht habe. Jetzt fange ich wieder von 45 auf 50 genau das gleiche an. An den identischen Ressourcen darf ich wieder sammeln. Aber so ist das eben. Wenn man full maxed out ist, dann kommt es eben immer dann nur noch, dass man wieder die teuersten Sachen upgraden muss. Wie zum Beispiel auch die ganzen Truppenlager mit ihren 9 Millionen. Die sind halt nun mal so teuer und ja, so denn. Aber das lässt sich auch hier oben, vor allen Dingen in der Legende, das dann ganz gut zusammenfarben, wenn es nicht die Helden sind. Denn die Helden sind wirklich schwierig, sich da oben zu halten. Auch ohne Helden kann man ganz schwer im Clan-War vernünftig mitmachen. Aber dafür gibt es ja jetzt diese Zauberbücher. Da hat man dann die Möglichkeit, seine Helden sofort fertig zu bekommen. Entweder wäre es natürlich wie früher gegammt, aber so ein Buch ist natürlich kostenlos, mehr oder weniger. Denn die Clan-Spiele machen ja wirklich Laune. Und mal sehen, wie das mit den Büchern ist. Die werden wir uns dann mal wirklich bei den Belohnungen ganz genau anschauen. Ich sehe gerade 3 von diesen Besonderheiten darf man sich jetzt schon aussuchen. Und das gucken wir dann auch genau rein, was ich mir da aussuchen werde. Ich glaube, Ressourcen werde ich mir nicht sammeln, sondern ich denke eher, was von diesen tollen Belohnungen. Mal sehen, mal gucken. Da ist ja wirklich was Schönes da, denn die Ressourcen, die da angeboten werden, die kriege ich auch so, denke ich mal, ruckzuck zusammen. Dann lieber die ganzen tollen magischen Sachen sammeln. So, das ist das gleich mal endlich vorbei. Dieser Fight ist ja wirklich lang. Und dann gucken wir uns einmal noch den Dorfstatus an. Zum Ende. Na, boah, dauert das lang. Da muss ich noch durch die Wand bohren. Also wirklich. Und dass die Queen sich wieder durch die Wand bohren muss. Der Packer hat das besser verstanden. Das ist schon identisch. Schon viel, viel besser. Aber die Queen muss es unbedingt machen mit den Boogie-Damen. So, und jetzt ist endlich hier fertig das ganze Ding. Wahnsinn. So, 100%. Sehr gut. Und jetzt schauen wir nochmal auf das Dorf. So, und dann schauen wir uns das Dorf mal noch genau an. Hier auf der rechten Seite ist erstmal sowieso schon das Trupplager im Upgrade. Das linke habe ich jetzt auch erst gestartet und die Queen ist auch am Start, sowie der King. Das bedeutet, ich habe noch einen Bauarbeiter übrig und ich habe schon hier die ganzen Mauern gemacht. Das sind, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 4 Mauerstückchen, glaube ich, auch schon insgesamt. Und da wollen wir mal kurz in die Clan-Spiele nochmal reinschauen. Bei uns geht das jetzt noch 17 Stunden 42 und bei den Belohnungen sieht man hier, da kann man sicherlich was Schönes aussuchen. Das mache ich dann in einem anderen Video fertig. Ich denke, wenn das Video öffentlich wird, ist das schon vorbei. Dann kann ich das gleich hinterher zielen. Ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Video. Mach's gut. Bye, bye.